Jan. Hä? Jan. Ich freue mich über das spontane Intermezzo. Ja, du bist ja jetzt nicht nur normaler Humorschaffender auf den Bühnen unseres Landes. Zuzüglich bist du, wie nennt man, Synchronsprecher, Synchronstimme? Ja. Ja? Synchronsprecher, Sprecher. Sprecher? Ich lebe von Ersprochenem, kann man sagen. Ich sage Sachen. Und es gibt ja wirklich Profis, die so, die ich glaube, das Entscheidende ist immer, dass man als Sprecher diesen Smile in die Stimme bekommt, oder? Also es gibt ja diese Radiosprecher, wo man genau weiß, die sitzen irgendwie so in ihrem Studio, so knapp, früh um 9, Hacke dicht, logisch, oder wenigstens leicht angekifft, aber trotzdem haben sie, hallo, es ist 7.17 Uhr draußen, ne? Das war gar nicht schlecht. Ja. Aber wie ist das, meinst du, dass das bei den Menschen wirklich beliebt ist oder bei den Hörern? Oder denkt man einfach, das muss so sein, um die Menschen irgendwie abzuholen? Ich glaube, wir bedienen da auf jeden Fall ein Klischee. Soll ich dich mal synchronisieren? Möchtest du mal in die Kamera was sagen? Hallo Leute, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid bei Olafs Club. Olaf, das bin ich. Ja, das ist, ich weiß es nicht. Ja, ja. Ich denke, das bringt Quote. Aber ja. Das ist ja quasi ein Handwerk, ja? Ja. Also Mundwerk sozusagen. Ja. Ich kann auch Stimmen nachmachen. Also ja. Ich habe auch in meinen ersten Jahren auf der Bühne habe ich auch als Stimmimitator gearbeitet. Zum Beispiel? Ich kann alle Bundeskanzler fast täuschend echt nachmachen. Also wir können ja machen. Wir machen eine Doku über dich. Okay. Ich mache die Off-Stimme. Hm? Oft kopiert, doch nie erreicht. Weltberühmter Stimmenimitator Olaf Schubert bei der Arbeit. Hier lässt er uns einmal über die Schulter blicken mit Bundeskanzler Helmut Kohl. Genau, warte mal. Genau, mein Name ist Helmut Kohl. Und also optisch kann ich es nicht, ne? Aber von der Stimme ist Wahnsinn. Ne? Absolut. Ja? Ich liebe aber auch deinen Karl Lauterbach. Genau, warte mal, Karl Lauterbach muss ja überleben. Der spricht ja diesen Dialekt, den kann ich nicht so gut. Aber die Stimme kriege ich hin. Hallo. So ungefähr, ne? So. Ribbit. Ungeschlagen ist die Parodie der fantastischen Angela Merkel. Angela Merkel. Ja, Bundeskanzler Merkel, die konnte ich auch. Die Frauen haben immer höhere Stimmen. Also die klingen alle gleich. Ne? Ist ja auch schon ist es eine Frau. Ne? Absolut, ja, ja. Das war absolut Angela Merkel. Ja, ja. Wir erinnern uns. Ach Mensch, du. Du wirst jetzt auf der Bühne, wirst du davon auch Gebrauch machen, vom Synchronsprechertum? Heute nicht, heute habe ich was anderes im Gepäck, aber sonst immer mal wieder, ja. Ich denke, wir haben ausgetrunken, alles ist gesagt, außer das, was du natürlich jetzt erzählst. Freuen wir uns gemeinsam auf Jan van Weide. Thank you. Ja, bitte. Was hier los? Wow. Ich dachte gerade, da kommt noch eine Stufe. Kennt ihr das, wenn man denkt, es kommt noch eine Stufe? Den letzten Schritt macht man dann so. Das ist irritierend. Schön, dass ihr hier seid an diesem Sommertag. Jetzt ist Sommer. Letzte Woche war noch Herbst oder Frühling. War kalt. Man weiß nicht mehr, welche Jahreszeit es ist. Man weiß immer nur, April, Mai weiß man immer genau, wenn man auf Toilette geht. Ah, ist Spargelzeit. Ja, das. Ich hätte mal ein bisschen mehr Spargel essen können. Das ist mal ein schlechtes Zeichen, wenn der Bauch länger wackelt, als man sich selbst bewegt. Das ist. Wenn das Lachen schon ho, ho, ho wird, dann ist es wirklich schlimm. Das ist bei mir mittlerweile so, wenn ich zu Hause mit dem Rücken zum Router stehe, habe ich vorne kein WLAN mehr. Das ist nicht gut. Ich bin nicht der Einzige, der zugelegt hat. Mein DHL-Bote, der hat auch zugelegt, weil er keine Treppen mehr gehen muss. Der darf unten das Paket ablegen. Aber auch dafür ist er zu faul geworden. Das Einzige, was der macht, der rennt mit seinem Zettelchen, der kommt zur Tür, der klingelt. Ich habe so eine kleine Videogegensprechanlage. Ich sehe den. Ich spreche ihn an. Ich sage, leg ab, hol es her. Das Einzige, was der macht, er schreibt ein paar Kringelchen auf diesen Zettel. Dann schmeißt er den so durch den Türschlitz und dann rennt der zurück zu seinem DHL-Wagen. Beim dritten Mal bin ich hinterher auf dem Balkon, habe ich daher gerufen. So, aha, DHL. Der Hurensohn läuft. Corona-Zeit hat aggressiv gemacht. Ich habe gedacht, ich muss den irgendwann muss ich den erwischen. Und ich habe ihn erwischt. Nicht bei uns zu Hause, sondern bei uns im Rewe. Ja, da stand er plötzlich vor mir an der Kasse. Hat sich so ein Red Bull gekauft. Und ich dachte so, ja, Freundchen, die Energie wirst du auch brauchen, wenn wir hier raus sind. War gar nicht nötig. Es ist Folgendes passiert. Er hat diesen Red Bull aufs Band gelegt.
Da hat die Kassiererin den Red Bull genommen, hat ihn so durchgescannt und die saß Rücken an Rücken zu einer anderen Kassiererin. Hat der den Red Bull gegeben und meinte zu dem, können Sie beim Nachbarn abholen. Das fand ich geil. Das war ja, gut gefallen. Das fand ich sehr lustig. Ich habe das meiner Frau erzählt. Sie fand das albern. Das ist albern. Habe ich gesagt, nee, albern ist, wenn du beim Wimperntuschen so machst. Das ist, ich bin nicht gut im Argumentieren, aber es ist so. Ihr macht das. Ihr macht nicht so. Ihr macht so. Warum? Schminkt ihr euch auch hinterm Augenlid? Mit? Man hat komische Angewohnheiten. Kann man nicht erklären manchmal. Ich habe auch komische Angewohnheiten im Auto. Ich mache immer die Musik leise, wenn ich rückwärts einparke. Dann sehe ich mehr. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist ja auch nicht, dass ich, wenn ich an so Knöpfchen drehe, der Parkplatz plötzlich größer wird. Das passiert einfach nicht, keine Ahnung. Im Auto. Ich habe auch eine richtig bescheuerte Angewohnheit. Ich bremse wie ein Geistesgestörter, nachdem ich geblitzt wurde. Das hat noch nie viel gebracht. Das ist ja nicht so, dass je doller man bremst, vielleicht ein klitzekleines Stück in der Zeit zurückfährt. Das passiert ja nicht. Ne? Das ist ja nicht, dass man fährt, lalala, fuck. So, jetzt noch mal langsam. Ne, das ist zu spät. Es gibt Sachen, die sind zu spät. Wie so ein Furz im Fahrstuhl. Zu spät. Das ist ja. Das ist so. Du stehst ja auch nicht da so. Oh, sorry. Ne, das ist. Ich rede auch im Auto. Auch wenn mich keiner hört. Wenn mich jemand vorlässt, sage ich Danke. Handheben würde reichen. Aber ich sag noch nicht mal Danke, es ist mehr so ein Danke. Danke. Ich hab neulich einen Parkplatz gesucht. So, rumgesucht, richtig lange gesucht. Und dann habe ich einen freien Parkplatz gefunden. Da stand aber jemand drin. Kein Auto, sondern ein Typ. Stand einfach auf dem Parkplatz. Und ich bin so hingefahren. Da standen wir da. Also er stand im Parkplatz, ich in meinem Auto und haben uns so angeguckt. Und ich sag mal so, das wäre so der Punkt gewesen, wo man das Fenster runter macht und fragt, kann ich da bitte reinfahren? Nein, ich sitze original im Auto. Kann ich da reinfahren? Kann ich da reinfahren? Ich würde gerne parken, kann ich nicht parken. Nicht parken. Der guckte mich an, der dachte, was will der? Dann ist er zu mir zum Auto gekommen. Ich hab das Fenster runter gemacht, aber ich hab vergessen, normal zu reden. Ich sagte, kann ich nicht reinfahren, kann ich nicht rein. Und er war so, ja, ja, doch, doch, klar, klar. Und ich sagte, also. Ich bin nicht stolz, aber ich habe später gesehen, es war ein Behindertenparkplatz. Ich habe das jetzt einfach mal unter Missverständnis verbucht für mich. Ich hatte neulich ein schönes Missverständnis. Meiner Tochter, ich bin Papa von 2 Kindern. Ja, ich bin jetzt seit über 18 Jahren mit meiner Frau zusammen und wir haben schon 2-mal gebumst. Ja, das ist eine gute Quote, glaube ich, für 18 Jahre, für viele. Ich hatte ein sehr schönes Missverständnis. Und zwar sollte das erste Mal die Babysitterin auf die 3-Jährige aufpassen. Und meine Frau meinte zu mir, kannst du das bitte der Kleinen erzählen? Und ich habe gesagt, ja klar kann ich dir davon erzählen. Und dann bin ich zu ihr gegangen. Meinst du, pass mal auf, Schatz, die Clarissa passt heute Abend auf dich auf. Und ihre Kindergärtnerin heißt Larissa. Und sie so, die Larissa aus dem Kindergarten? Und ich so, ach so, nee, die heute kommt das, die Clarissa. Clarissa. Clarissa mit einem C vorne. Ah, okay. Ist sie so etwas irritiert in ihr Zimmer gegangen. Und ich dachte, ich habe meinen Teil erledigt. Wunderbar. Dann kam irgendwann nachmittags meine Frau zurück und meine Kleine, wie von der Tarantel gestochen, zur Tür gerannt. Völlig aufgelöst. Aber die Clarissa soll nicht auf mich aufpassen. Und meine Frau meint, wieso nicht? Die ist ganz liebe. Nein, ich habe Angst vor dir. Brauchst du nicht? Doch. Der Papa hat gesagt, dass die kaputte Füße hat. Und meine Frau guckt mich an und meint, was hast du denn gesagt? Und ich so, hab ich nicht gesagt. Ja, was hast du denn gesagt? Ja, was hab ich gesagt? Ich habe gesagt, die Clarissa kommt heute Abend. Clarissa. Clarissa. Mit einem C vorne. Das war, da hab ich wirklich... Leute, ich habe gedacht, da muss der erstmal drauf kommen.
Was hat die erwartet, wer da gleich reinkommt? Hallo, ich bin die Clarissa. Lass dich nicht irritieren, ich habe nur einen Zeh, aber der kann alles. Ich werde dich damit füttern und abputzen. Ihr zwei werdet euch gut verstehen. Okay, Leute, zu anstrengend für mich. Es ist sehr schön hier bei euch gewesen. Vielen Dank. Mein Name ist Jan van Weyde. Dankeschön.